Dann greifen wir jetzt den an. Das sind wieder zwei. Okay. Also, Asuka macht erstmal Nebelschleier. Vana wechselt in den Magiefokus und macht Verdammnis auf den da oben. Elaine macht heilige Führung auf Vana. Selene geht in den Magiefokus und macht Verbrenner hat irgendwie nie was gebracht. Ich glaube, ich lasse sie angreifen. Dann mache ich aber nicht hier wieder Verdammnis. Dann mache ich heilige Führung gleich auf Selene. Selene greift an. Und die Kriegerin macht dann jetzt Eisklinge auf Selene. Denn ich glaube, Eis ist effektiv anscheinend gegen die. Nachdem Vana die Eisklinge hatte, hat er plötzlich ganz normal Schaden gemacht. So, Asuka macht dann jetzt den Schattenstrahl. Der da oben stirbt sowieso von alleine. Vana kann jetzt angreifen. Elaine macht jetzt die heilige Führung auf Vana. Selene greift an. Und Doom, die Kriegerin, macht Eisklinge auf Vana. Tatsache. Durch die Eisklinge ist es jetzt normaler Schaden, Leute. Da hat es Vana erwischt. Asuka meine ich. So, geht nicht mehr. Dann geht Asuka jetzt erstmal in die Abwehrhaltung. Und benutzt dann einen kleinen Vampirstern. Ich habe keinen kleinen Vampirstern mehr. Ich hätte noch 5 große, aber die lasse ich lieber. Ich glaube, ich benutze ein Blutelixier bei Asuka. So, Vana greift an. Elaine macht jetzt heilige Führung auf die Kriegerin. Selene greift an. Die Kriegerin macht jetzt Eisklinge auf sich selbst. So, damit kann Asuka jetzt wieder seinen Schattenstrahl machen. Vana kann angreifen. Elaine macht jetzt Blitzschlag, geht nicht. Aber heilige Führung würde gehen. Dann kann Elaine ja heilige Führung auf sich selbst machen. Wobei Blitzschlag wäre ja effektiv. Ich glaube, ich gehe mit Elaine in die Abwehrhaltung und gebe ihr ein Blutelixier. Selene greift an und auch die Kriegerin greift jetzt an, aber mit blutigem Schnitt, geringem Schaden. Machen wir Kopfverstümmler. Besiegt. Jetzt hätten wir sogar noch 2 Runden für den. Ob wir den runterkriegen? Das war heftig. Ich glaube, wir kriegen den echt in einer einzigen Runde. Wir haben den in einer einzigen Runde besiegt, Leute. 2 normale Seelen.
Wenn wir gebufft sind, können wir die Gegner in einer einzigen Runde besiegen. Interessant. So, wir machen jetzt, wir hören uns die Musik nachher an, Leute. Jetzt erkunden wir jetzt den Ort hier, Blutflasche erhalten. Und wenn wir den Ort fertig erkundet haben, da ist ein Vogel, ein Hase drauf. Dann gehen wir nochmal raus und erkunden den, und hören uns die Musik an. So, zwei davon. Okay. Also natürlich erstmal Nebelschleier, Leute. Walner spart sich dann jetzt die Verdammnis und greift schon mal den Riesenkäfer an. Elaine macht von Anfang an Blitzschlag. Selene greift auch von Anfang an. Und die Kriegerin macht sofort Eisklinge und zwar auf... eigentlich auf Selene. Selene macht mehr Schaden als Walner. Ist ja auch richtig auf Schaden ausgelegt. So, und jetzt macht Asuka dunkle Schatten. Walner greift an. Elaine macht Blitzschlag. Selene greift an. Und die Kriegerin macht Eisklinge auf Walner. Glück. Okay. Asuka macht wieder dunkle Schatten. Walner greift jetzt den anderen an. Elaine macht Blitzschlag. Selene greift auch den anderen an. Und die Kriegerin gibt sich selbst Eisklinge. Wieder Glück. So, dann jetzt reicht jetzt auch ein Schattenstrahl. Walner greift an. Elaine macht Blitzschlag. Selene greift an. Kriegerin greift an. Zwei normale Seelen erhalten. Walner hat Level 42 erreicht. Super. Blutgoldring erhalten. Was macht denn der? Ein sehr wertvoller Ring erhöht maximale Blutpunkte um 10%. Wie geil. Das ist ja im Prinzip genau das gleiche wie der andere Ring, bloß dass der hier Blut erhöht und nicht die Lebenspunkte. Ich hab doch... Nein, hab ich nicht, oder? Zauberhunden. Oh, stimmt. Aber okay. Ich kann hier jetzt sowieso wieder einen neuen machen. Magische Verteidigung und Schattenresistenz werden erhöht. Verhexen. Da bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Auf einen Gegner geht das. Gegner erhält kontinuierlich Schaden und zufällige negative Effekte. Das ist ja noch besser als der Zauber von Walner. Und ein Dot mit Schattenschaden. Ähnlich wie Verbrennen. Das gefällt mir. So, Walner hat ja hier die Statue zu runden, sind auch schon drin, die erhöhen die maximalen Lebenspunkte. Elaine hat die Lichtrunde, die erhöhen Geschwindigkeit und die Lichtresistenz. Und da kriegt sie jetzt Blenden. Auf alle Gegner verursacht Blindheit 60% Chance. Geil! Das ist geil, Leute. So, und Selene habe ich die Feuerrunen gegeben. Das heißt, Blutrunen hat ja gar keiner. Feuerrunen erhöhen Angriff und Feuerresistenz. Feuerschwall. Geht auf alle Gegner, macht Feuerschaden mit Basisstärke 100. Das heißt, das hier ist gut, wenn wir auf zwei, wenn wir zwei oder einen Gegner haben. Oder ab, eigentlich bei genau zwei. Aber dann sind das, ich sage jetzt mal, Basisstärke 205. Oder? Der Feuerball kostet nur ein bisschen weniger Blut.
Naja. Finde ich aber super. Kann ich eigentlich der auch welche geben? Nein, der kann ich keine geben. Okay. Ach ja, genau, der Ring. Also da ich jetzt keinen habe, der gerade auf Blutrunen geht, würde ich den Ring für später aufheben, Leute. Elaine hat sowieso sehr viel Blut. Vielleicht geben wir dann Selene den Blutring später. Naja. Egal. Dann haben wir hier oben noch was. 198 Fehler erhalten. Und hier geht es wieder raus. Also das war's offenbar. Eine Höhle scheint hier nicht zu sein. Gut. Dann gehen wir da hinten raus. Und dann hören wir uns wieder die Musik an. Okay, ich glaube, die Musik ist jetzt einmal durch, Leute. Sie war nicht so lang. Ich glaube, wir hätten es vorhin fast geschafft. Das wären vielleicht noch 10 Sekunden gewesen. Es war echt blöd. Naja. Schade. Schade, schade, schade. Okay. Möchte ich speichern. Und dann geht's erstmal weiter mit dem nächsten. Okay, mit Level 40 können wir jetzt offenbar einen weiteren machen, den wir zuvor, der zuvor noch rot war. Finde ich schön.
So, Leute. Wieder eine tolle Musik. Sieht hier sehr leer aus. Ich kann hier nach links. Weit nach links. 279 Fehler erhalten. Und da greift uns auch schon ein Escherichos an. Hat der erhöhte Regeneration? Das sieht aus wie ein Tier, Leute. Ich glaube nicht, dass er zaubert. Ich weiß auch nicht, ob er einen Panzer hat. Keine Ahnung, was das ist, aber erhöhte Regeneration. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal Nebelschleier machen. Und Heilstigma. Mit Valna, wobei er dann aber auch in den Magiefokus sollte. So, Elaine. Könnte jetzt Blenden machen, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Sie versucht einfach mal den Blitzschlag oder Lichtstrahl. Den Blitzschlag. Oder erstmal heilige Führung auf Valna. Ach, machen wir erstmal heilige Führung auf Valna. So, und Selene versucht jetzt mal verbrennen. Und die Kriegerin macht Blutstärke auf Valna. Interessant. Frostiger Strahl. Er macht Eis. Ich sollte nicht den Eiszauber machen, den die Kriegerin hat. Die Eisklinge. Und da er mit Zaubern angreift, sollte er schwach gegen normale Angriffe sein. Ich mach mal schwarzes Öl noch. Verhexen. Er war jetzt erstmal schwarzes Öl. Valna kann jetzt angreifen. Elaine macht heilige Führung auf Aska. Selene sollte weiter Zauber machen. Ich glaube, sie macht den Feuerball. Und die Kriegerin macht jetzt Blutstärke auf Aska, denn der wird dann auch angreifen. Der darf tatsächlich zweimal angreifen und jetzt bluten wir auch noch. Na, sowas aber auch. Ich mach mal Verhexen. Der ist neu, den möchte ich jetzt versuchen, Leute. Valna greift hingegen an. Elaine macht jetzt heilige Führung auf die Kriegerin. Selene greift an mit dem Feuerball. Die Kriegerin macht jetzt Blutstärke auf sich selbst. Okay. Aska greift jetzt an. Valna greift an. Elaine versucht jetzt mal. Macht die Klauenrache. Was den Schaden nochmal erhöhen sollte. Selene macht weiter den Feuerball. Oh Mann, Mann. Der hat jetzt Wasser drauf. Dadurch ist das Verbrennen wahrscheinlich weg. Ich mach trotzdem den Feuerball. Oder ist der dann immun? Ach, ich weiß nicht. Und hier machen wir blutiger Schnitt. Okay, besiegt. Eine normale Seele. Elaine hat Blutmangel. Aska hat Blutmangel. Die Kriegerin hat Blutmangel. Ich habe vergessen, im Kampf Blutsaugen zu machen. Ah, Mann, Mann, Mann. Na egal.
Wir haben 9 normale Seelen, nur noch eine und wir könnten wieder ein Opfer machen, Leute. Sehr schön. Okay, also ich würde jetzt ein Blutelixier bei Aska machen. Und bei Elaine die Blutessenz. Die ist ja eh nur außerhalb des Kampfes verfügbar. Und die Kriegerin, die bekommt Blutfiolen. Genau.